Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rock of Ages 3. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. So Pixel, bist du bereit, gegen meinen Stein anzutreten? Ich bin immer bereit, Krampus. Dann komm, mein fliegender Spaghetti-Monster. Ich bin der Erschaffer Gott. So, ich nehme natürlich Team 1. Wir spielen wieder zwei Runden Rock of Ages gegeneinander und das wird wieder ein lustiges Erlebnis. Hoffe ich. Ich weiß es noch nicht. Und ich könnte auch endlich mal ein paar Felsen freischalten, musste dafür aber nochmal so, komplett von vorne anfangen. Aus? Also ich habe jetzt kaum Sachen zu probieren. Wir nochmal diese Kombination aus. Also ich nehme natürlich wie immer meinen Lieblingsball, den Globus. So, erstmal, wie ist das denn überhaupt aufgebaut? Auch die eine Bank, die sieht man ja richtig beschissen. Und die andere musste wieder geführt mit einer halben Armee verteidigen. So, Pixel hat mir ein paar Tipps gegeben seit dem letzten Mal, wie ich meine Türmchen bauen soll. An die halte ich mich jetzt mal. Wahrscheinlich habe ich mir dadurch ein fettes Eigentor geschossen. Vielleicht, wir werden es noch rausfinden. Und ich versuche auch mal eine neue Taktik mit den Fröschen, die ich mir neu freigeschaltet habe im Story-Modus. Ey, ich kann hier gar nicht überblicken, wo du überhaupt eigentlich lang müsstest. Also hier oben kann ich mir als Safe vorstellen. Dass man halt den Turm immer so reihenweise zwei Felder weit baut. Das ist ein Tipp von Pixel. Also Tipps ist. Pixels Lifehacks sind das. Ich habe schon das Signal, dass ich los kann, aber ich würde gerne erst zu Ende bauen. Und vor allen Dingen muss ich dir auf jeden Fall einmal erst... Hallo, hör doch auf so durchzurasen. So, let's go. Er benutzt einen Schafsball. Ich hatte gerade ein paar Lags. Igitt, Kühe! Schmeiß mich doch wenigstens sofort runter! Eine Kuh mitgenommen. Natürlich fungiert die Goldmine. Oh, als, hallo Bänke! Zwei nebeneinander, nehme ich beide mit. Okay, die Dinger habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich hallo Bänke, übrigens, die nehme ich direkt mit. An euch, liebe Zuschauer, vorher spielen wir noch keine Community Maps. Wollte das nur schon mal im Voraus sagen. Wir spielen erstmal die normalen Maps, die vom Spiel selbst gestellt wurden, einmal alle durch. Und dann spielen wir auch gerne Community Maps. Also, falls ihr auch Maps für uns speziell baut, schreibt sie mir in die Kommentare. Einfach mit dem Hashtag Map oder Hashtag Rock of Ages. Dann weiß ich, dass ihr eine Map für uns gebaut habt. Und dann spielen wir die auch. Nein, ich fliege durch. Außerdem, ich bin auch zurzeit gerade noch dabei, eine Map zu bauen, falls ihr Interesse habt. Ich werde dann einfach Bescheid sagen, sobald ich sie dann hochlade, die Map. Und dann könnt ihr sie auch mal spielen. Ich kann schon mal so viel verraten, bisher ist sie allein schon ohne irgendwelche Verteidigungsgebäude der blanke Horror. Darf ich mal fragen, wo du die ganze Zeit hängen bleibst? Hier. Halten dich meine Kühe ernsthaft so gut auf? Nee, nicht die Kühe, ich fliege immer über den Stein. Ja, bitte, och nö, warum bist du nicht direkt da drin festgesetzt? Es hat gerade ein bisschen geleckt. Ja, nochmal. Ja, bei mir leckt gerade so ziemlich das ganze Spiel und ich weiß nicht warum. Das könnte daran liegen, dass mein PC schon den halben Tag läuft. Ich geb's einfach auf, die Bänke verteidigen zu wollen, weil... Die werden eh meistens sofort einfach hingerichtet.
So, jetzt wird hier schön weitergebaut. Dass ihr hier schön nicht durchkommt. Ich kann schon wieder losrollen. Oh, Geld! Meins! Lecker. Nein, nicht mein Geld. Doch, es war so lecker. Nein, nimm die Kühe weg! Nein, mein Geld. Hast du die Öltürme noch nicht? Wie gesagt, ich müsste halt die Story komplett von vorne anfangen. Als ob ich da jetzt fast runtergeflogen wäre, deswegen. Wegen deinem Blitz. Au! So, hier da runter. Dann hier ums Eck und hoffentlich nicht in die Kühe rein. Nicht in die Kühe! Oh, da ist ja ein Bulle. Let's go! Ich will nur die Banken nehmen, die hör auf sie zu verteidigen. Danke, es ist tot umgefallen. Also ich will auch einfach nur deine Banken. Und ich scheiß auf deine Öltürme. So, jetzt hier hoch. Geld! Einmal gegen den Baum, ja, so war es geplant. So, jetzt nicht wieder durchfliegen. Als wenn ich die Volker, Geld lassen rein. Let's go! So, liebe Zuschauer, dann schauen wir uns doch mal so lange an, was beim Pixel so abgeht. Wenn ich baue, zoomst du ihm rein. Nein, ich flieg hier schon wieder rüber. Oh, knapp. Mal so eine Frage nebenbei, haben dich meine Frösche einmal aufgehalten oder irgendwas Sinnvolles gemacht? Nö, ich hab sie immer umgegangen. Okay, weil ich wollte die halt einfach mal testen. Du baust sie immer genau dort, wo man sie perfekt umgehen kann. Danke dafür. Vielleicht ja so. So, jetzt muss ich wieder ein paar Türmchen bauen. Ich habe kein Geld mehr. Oh, ich habe vergessen, Banken zu setzen. Ups. So, ich muss es durchschaffen, Leute. Wenn ich es nicht durchschaffe, könnt ihr vielleicht noch siegen. Also einfach volle Kanne durch. Nein, ich will keine Banken. Nein, nicht die scheiß Kühe doch da weg! Mann, dieses Vieh ist so nutzlos. Ich bin einfach und dank den Türmen einfach genau drüber geflogen. Hättest du dich jetzt nicht eigentlich eher darum kümmern müssen, dass ich kaputt gehe? Kann ich nicht. Oh, da oben ist nochmal Geld runtergefallen. Holt's dir. Nein. Ich hol mir den Sieg. Und ich hol mir den Freifall. Der Sieg ist nah. Ach komm, warte. Warte, bis das Spaghetti-Monster auch da ist. Okay, wir gucken uns mal an, was beim Pixel noch passiert. Ich flieg garantiert eh wieder über den Stein. Mann, wie oft noch die Frösche jucken mich nicht. Bei mir hängst du da aber gerade. Ich merke mir, gegen dich verwende ich die Frösche nicht mehr. Gegen mich bringen die Frösche auch nichts. Ja, mich nerven die immer, weil ich nie weiß, wo ich bei denen gegenspringen muss. Ich spring oben drauf, die denken sich nein. Ich spring von der Seite gegen nein. Kuh, mach doch was. Ja, das ist natürlich auch schön. Nicht drüber. Wer muss schon wissen, wie man die Frösche ausschaltet? Einfach rüber da, dann jucken okay, wir nicht. Okay, ich hab gesehen, wie weit du gekommen bist. Nein, die wollte auch noch ins Tor. Nein, das bleibt unbeschädigt. Und ich dance mir ein. So, ich zweite Runde. Die Azteken mögen mich nicht und ich mag die Azteken nicht. Warum diese Map?
in diesen magischen Felsen. Und ich kann immer wieder die gleichen Sachen nehmen. Ich nehme natürlich die zwei besten Sachen. Ich habe halt keine Vielfalt. Und dann probiere ich diese zwei Sachen mal aus. Die Zuschauer wissen, welche ich gerade meine. So, und jetzt natürlich erstmal gucken, wo baue ich meine ganzen Sachen hin. Okay, die Bank kommt dahin. Die Banken kannst du aber hier aber auch wirklich wieder nur so setzen, dass sie kaputt gemacht werden. Und wo kommst du überhaupt davon da? Aber vielleicht kann ich dich ja pranken bei einer. So. Jetzt wollen wir natürlich verhindern, dass du auch wirklich reinkommst. Die Frage ist, wie weit bringt einen dieses Sprungfeld da? So, natürlich hier die Mega-Verteidigung einmal dahin. Und dann versuche ich was, die umfasste Sache vom Herrn. Also, wenn die Idee, die ich gleich vorhabe, sofern ich sie noch umgesetzt kriege, funktioniert, dann darfst du mich beleidigen. Dann kannst du mich beleidigen, ohne dass ich zensiere. Oh, du nimmst den. Ich komme nicht mal durch die Kanonen mit dem. Ich habe dich noch getroffen mit dem Blitz. So, von der Stärke her sind wir ungefähr gleich. Nur du von der Kontrolle her besser. Ja, das ist halt der Vorteil, wenn man wirklich einen Ball hat. Das hier ist halt mein stärkster Felsblock, den ich habe. Naja, wenn man bedenkt, wie unkontrollierbar der ist. Trotzdem ist das mein stärkster. Ich kann dich da hinten sehen. So, ich tue mal deinen Bewohnern hier die Häuser weg, ne? Nein, lass meine Bewohner. Nein, die haben so viel Geld. Die zahlen zwar keine Steuern, aber das ist meine Bank. Bewohner. Ich wollte gerade in meine eigene Bank reinspringen, ne? Ich dachte, weil da direkt unter mir eine Bank war, wollte ich einfach reinspringen. Dann sehe ich, oh, das ist meine. Warum hast du bei der einen Mine nichts hingetan? Weil ich nur zwei gefunden habe. Und warum ist hier frei? Weil ich kein Geld hatte. So, Leute, kriegen wir ihn noch kaputt? Was meint ihr? Ich glaube, ich habe noch Zeit, noch ein bisschen unfair zu sein. Ab durch da mit dem unberechenbaren Felsen. Ach, verdammt. Flieg und Sieg! Okay, da bist du echt gut durchgekommen. Aber ich bin da auch noch nicht komplett fertig mit der Verteidigung. Ja, und ich habe auch nicht viel Geld für Verteidigung. Ich konnte nur diese eine Verteidigung aufbauen und als du durch warst, ja, dann war es das für mich. Ich mache halt die... ich habe wieder die Banken vergessen. Ich mache halt die Standardtaktik, dass man versucht, einfach vom Ende nochmal den Schwung wegzunehmen. Auch wenn das bei dem Felsblock, den du hast, eigentlich relativ egal ist. Ja, ich brauche keinen Schwung, um Schaden zu machen. So, bau die Banken bitte genau vor mir. Dann nimmst du mir ein bisschen Arbeit ab. Ich habe hier doch gerade einen Geldbeutel gesehen. Ja, da. Lass mich, ich brauche Geld. Aber nicht meins. Warum bewegt er sich gerade so beschissen? Lass mein Geld in Ruhe, dafür zahlst du mit deinem Leben.
Mann, nimm doch jetzt mal die scheiß Kühe da weg. Nee. Ich bugge hier rum. Nein. Nein. Du wirst vernichtet. Komm her. Als ob. Du gehörst vernichtet. Als ob ich jetzt nur noch so ein Fitzel habe. Die Dinger können sich nicht drehen, ne? Ich mach dich kaputt. Au. Leute, ich muss ihn schrotten. Anders geht's nicht. Ich kann dir sagen, die Blitze, die jucken mich nicht wirklich. Naja, ein bisschen Schaden machen sie schon. Du hast mir so ein Millimeter HP bisher abgezogen dadurch. Nein! Diese Kontrolle! Und dir ist klar, ich muss nur einmal vernünftig durchkommen und ich bin in deinem Tor. Wenn du jetzt gesehen hättest, was hinter dir war, du hättest dich schäbig gelacht. Ein Versuch war's wert. Warum kann man das nicht kaputt machen? Hab ich bin doch so ein fetter Felsblock. Ich bin doch hier der fetteste Felsblock. Ich geb jetzt nicht auf, bevor ich dich kaputt gekriegt habe. Und ich geb nicht auf, bevor ich dich nicht in deiner Burg bin. Das ist das, was ich hasse. Die Ecken lassen mich springen. Wow, mein Würfel ist angeknackt. Los, reicht meine aber trotzdem nicht. Alter, bitte übertreib mal nicht mit deiner Lage mit diesen Dingern. Hier kriegen wir ein ganzes Game zum Legen. Ich werde dich wieder kaputt machen. Immer wieder und wieder so, und wieder. Jetzt, ja, auch wenn ich jetzt eine halbe Stunde investiert habe, ich habe schon ein bisschen den Schaden reduziert. Ich fliege da jetzt genau rein, das ist dir klar, oder? Ja, Kuh! Komm, block alles! Ihr blöden Mistviecher! Es gibt heute Abend kein Futter für euch! Es tut mir leid, meine lieben Kühe. Ich habe euch das Futter genommen. Oh, ich sehe da hinten was Schönes. Das glitzert so schön. Hallo, so viel Geld? Hä? Wieso krieg ich's nicht kaputt? Hallo? Okay. Warum auch immer ich die Bank nicht kaputt krieg? Als ob ich das ignoriere, wenn du da diese Ballistendinger hinstellst. Oh, sogar noch Geld auf dem Weg! Ja, fuck, ich muss noch rein. Ich muss jetzt nur noch durchkommen. Ist das vielleicht mein erster Sieg und das mit diesem Würfel? Ach fuck, ich kann keine von den Dingern mehr setzen. Und ich bin erstmal bei deinen Bänken. Du darfst kein Geld haben. Das war's aber, was ich gerade eben meinte. Hättest du gemerkt, was genau hinter dir passiert, hättest du dich schäbig gelacht. So, jetzt kann ich dich nur abschießen. Aber du solltest wissen, dass ich, obwohl du mich abschießt, durchkommen sollte. Wenn ich hier nicht runterfalle, mal wieder. Ich hab dich noch genau im Sprung getroffen. Bringt halt so viel genau davor zu treffen. Nein! Ach, zum Glück kann man seine eigenen Sachen nicht broken. Nein! Komm, jetzt schiebt ihn doch! Ach, der ist schon längst da unten. Nee, Leute, ich muss ihn aufhalten. Ich roll noch nicht los. Wenn ich ihn nicht aufhalte, dann war's das für uns. Dann hat das böse Gesicht. Runter mit ihm! Jungs, er darf nicht durchkommen! Gottes Gesicht. Der Schaffer Gottes ist dabei zu gewinnen.
Er darf nicht durchkommen, Jungs! Kann hier noch einen Turm hinsetzen? Ich roll dort doch eh durch. Oder auch nicht. Leute, haltet ihn auf! Er muss kaputt gehen! Niemals, ich werde alles überleben und durchkommen! Nein! 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 Stirb, Krampus! Stirb, Kartoffel! Ja, winzig, Krampus! Stirb! Leute, für solche Fälle, also wenn wir ein 1-1 schaffen, dann machen wir noch eine spezielle Runde in Folge, dass wir ein Rennen machen. So Leute, jetzt gibt's das alles entscheidende Rennen. Wer das gewinnt? Krampus gegen Erschaffer Gottes. Wer gewinnt? Wer dieses Rennen gewinnt, der gewinnt das ganze Match. Sollen wir faires halber beide den Schafsball nehmen? What? Ich habe gerade richtig viele Felsen freigeschaltet durch den Sieg. Ich weiß, welchen Ball ich nehme. Krampus ist bereit. Und was bist du? Zwei dumme ein Gedanke. Nö. Oder hast bin ich die Mut? Ach, das ist diese Art von Rennen. Ich dachte, ich hätte das andere gemacht, wo einfach der Erste, der unten ankommt. Verzieh dich, Mu. Ich klau dir einfach alle Punkte. Und kickst mich von der Map runter. Okay, wir merken uns das nächste Mal den Behindernisparcours statt Schiefessen. Noch ist nichts verloren, Leute. Ich höre, für mich er, schon. Ich habe nur gehört, dass du runtergefallen bist. Ich kann nicht sehen, was bei ihm passiert. Bei dem Modus sieht man es tatsächlich nicht. Alter, wie viele Dinger hier stehen. Let's go! Wenn ich es jetzt in die Sechser schaffe, habe ich gewonnen. Ja, ja, ja. Ich darf jetzt nicht drüber fliegen. Ich muss da rein! Nein! Karma! Du hast nur gesehen, wie ich da noch am Rumpf war, oder? Ja. Ich bin nicht hoch genug gekommen. Tja, so sieht es halt bei Leuten aus, die irgendwie versuchen, irgendwo hochzukommen. Weißt du, was mich interessiert? Können wir uns eigentlich wegrammen? Beim Bot geht es. Du ja kannst zwar mich reinrammen, aber wenn. Ja, wenn du von hinten mich reinrammst, fliegst du weg. Ach, weißt du was? Ich versuch was. Whee! Hat geklappt! Ja! Abkürzung! Dann hole ich so viele Schilder wie möglich. Alter, stehen hier viele. Nein! Ich bin so massiv abgeprallt. Ich muss jetzt einfach da hinten rein. Ich nehme auch gerne. Wer wird das Rennen für sich entscheiden? Du hast Zeit, ins mal 6 zu springen. Du hättest Zeit, ins mal 6 zu springen, bis ich. Ja, aber ich, ich bin leider in der Mitte hochgesprungen. Du kannst noch gewinnen, wenn du jetzt nicht viel wegholst. Und ich glaube, ich habe am Anfang schon eine Abkürzung gesehen. Probier die jetzt. Also, wenn ich die verkacke, hast du massig Zeit. Ich hab's geschafft! Ich glaube, du brauchst ja eigentlich jetzt nur noch den. Du brauchst ja jetzt nur noch ins Ziel und den hast du gewonnen. Leute, wird das ein Sieg für mich? Wenn ich das Böse in seine Schranken weisen? Ich hole mir noch Punkte. Dabei bist. Du bist das kinderfressende Böse. Krampus. Nein, ich züchtige sie und mach die bösen Jungs zu lieben, Jungs.
indem du sie auffrisst. In dein Mull. So, ich hab, glaube ich, die Zeit noch ins Mal 6 zu kommen. Ich kann halt gar keine Abkürzung nehmen. Und nein, nein, ich bin rausgefallen. Egal, ich bin runtergefallen. Ich komm, ich schaffe es nicht, ne? Warte mal. Warte, das mache ich. Hallo? Ich hab mich da oben hingeguckt. Ja, gewonnen! Hoffentlich. Wie viele Punkte hast du? Gewonnen! Das Spaghetti-Monster herrscht über alles. Was? Oh nein, und das nur, weil ich da gewartet habe. Oh. Der Herrscher über alles hat gewonnen. Leute, ich bin hier aber auch selber schuld. Wäre ich einfach reingegangen, hätte ich gewonnen. Du hättest aber einfach nur ins Mal 1 gehen können und hättest gewonnen. Ich bin hier selber schuld. Ja, der heutige Sieg, der geht an den Pixel. Herzlichen Glückwunsch, ich habe heute versagt. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.